Hallo, ihr Lieben. In diesem Video möchte ich euch nur eben zeigen, wie man diese Perlenbaumler macht, weil jetzt einige danach gefragt haben. Was ihr dazu braucht, seht ihr hier vor euch. Das sind einmal diese Nietstifte. Ich habe jetzt gerade nur diese hier in Bronze, das ist aber nicht schlimm. Perlen, ganz klar. Und Ösen bzw. Binderinge. Die sehen dann so aus. Oder Biegeringe. Dann ganz einfach, hier habe ich schon mal ein paar vorbereitet. Perlen auf diese Nietstifte aufgefädelt. Das sieht dann so aus. Und die sind ein bisschen zu lang, deswegen kürze ich mir die dann immer ein bisschen, so einen Zentimeter ungefähr. Mit einer Zange. Und dann gibt es diese Ösenzange, die ist dann rund, das sieht man. Und dann setze ich hier an und drehe mir eine Öse. Ich hoffe, das konnte man jetzt sehen. Und dann ist das eigentlich schon fertig. Ich zeige es euch nochmal. Also wenn sie zu lang sind, quasi ein Stückchen kürzen. Ich mache das immer so einen Zentimeter, je nachdem, wie groß die Perle ist. Und dann mit der Zange eine Öse drehen. Sieht am schönsten aus. Man kann es zwar auch anders machen, aber so finde ich es am schönsten. So. Das war das. Dann kann man sich unten so kleine Anhängerchen dran machen. Da hat die Mel auch ganz schöne im Shop. Die Perlen sind übrigens auch aus dem Shop. Das sind diese Mixboxen. Da habe ich mir hier schon eine Öse dran gemacht. Und dann nehme ich mir so einen Binderring in der Größe, die ich für passend empfinde, biege mir den etwas auf, hänge das hier dran. Ups. So. Und dann nehme ich mir gleich zwei Perlen. Eins. Ich mache immer parallel zwei gleiche Farben auf einen Bindering. Oder ungefähr die gleichen Farben, aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Da geht drauf. Ja, basteln und lange Fingernägel. So, ja, der wird dann wieder verschlossen. So, dann nehmt ihr euch wieder einen Ring, biegt euch den wieder auf. Hängt euch den in die letzte Öse rein, aber am besten hier in die Mitte zwischen die zwei Perlen, weil wenn ihr das dann immer so weitermacht bis zum Schluss, bis ihr alle Perlen, dann hängt, ich weiß nicht, ob man das sieht, dann hängt immer links und rechts eine Perle. Ja, welche nehme ich jetzt? Machen wir mit denen hier weiter. Und dann eigentlich immer zwei Stück gleich drauffädeln, zumachen, nächsten Ring rein, immer so weiter und so fort. Ich benutze auch manchmal statt diesen Binderingen so kleine doppelte Schlüsselringe. Aber das kann man machen, wie man will. Ganz klar. Ich hoffe, ihr seht das. Das ist mein erstes Video. Also seid gnädig mit mir. So. Und hier wieder in die Mitte zwischen die zwei Perlen. Und dann einfach wieder zwei auffädeln. Zumachen. Nächste nehmen. Das geht dann eigentlich ganz fix.
wieder hier so zwischen die zwei Perlen aufhebeln. Eins. Zwei. Zumachen. Nächste. Und so weiter und so fort. Eins und zwei. So, jetzt kann man, wenn man hat, ich habe, einen größeren Bindering nehmen. Hier auch wieder dazwischen machen. Ja. So, und das war's. Also man sieht, es geht eigentlich relativ fix, wenn man es dann mal raus hat mit ein bisschen Übung. Ich meine, ich habe jetzt schon ein paar gemacht. Und dann kann man sich das so an den Schlüsselring, an eure fertigen Acrylrohlinge, was ihr euch da zaubert, dranhängen und es sieht total hübsch aus. Das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.